Dieser Bericht vom 23. Spieltag der Fußball-Oberliga Nord wird präsentiert von den Vodafone-Shops in Strausberg. Die beste Zukunft aller Zeiten. Noch nie waren die Ränge der Energiearena bei einem oderländischen Derby zwischen dem FC Strausberg und der Viktoria Seelo so verwaist wie am vergangenen Freitagabend. Gerade einmal die Akteure wagten sich ins Nass, denn es schüttete wie aus Eimern. Die Platzherren ganz in Weiß, von rechts nach links, aber wieder mit veränderter Formation entgegen der Vorwoche. Zwar kehrte mit der Mittelfeldachse Bolte und Neumann wieder Routine in den Kader, doch dafür fehlte mit André Brusch der etatmäßige Stürmer. Ich weiß nicht, ich hatte schon relativ viele Probleme, einfach von der Formation das so zu finden, dass es passt. André Brusch, hoffe ich, dass er nächste Woche spielen kann. Das war eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme, dass ich ihn gar nicht in den Kader genommen habe. Stürmer Ringo Kretschmer seit Wochen erstmals wieder im Kader, aber noch auf der Bank. In der Offensive genossen Ladewig und Lindner das Vertrauen. Während sich im Kreativbereich das Wechselkarussell seit Wochen dreht, die Strausberger Defensive um Turek und Wischkutsch gesetzt, die Innenverteidigung eine Bank. Die in Rot spielenden Viktorianer bis auf 18er Klodowski mit der gleichen Startelf wie die Woche zuvor bei der 0:3-Niederlage gegen die Hansa-Reserve. Gewohntermaßen schenken sich beide Mannschaften nichts, jeder Meter auf dem tiefen Boden hart umkämpft. Die Gäste mit der ersten erwähnenswerten Offensivaktion der Partie, doch Jankowskis Hereingabe konnte Seelos 20er Lavrenz trotz aussichtsreicher Position nicht kontrollieren. Und das sollte es vorerst auch an Offensivaktion der beiden Teams gewesen sein, denn nach nicht einmal 10 Minuten und einem heftigen Blitzeinschlag in Stadionnähe schickte Schiedsrichter Sirko Mücke die Akteure für gut 20 Minuten wieder in die Kabine. Keine Bäume. Bitte die Häuser benutzen. Spielerpfiff die zweite um kurz nach 20 Uhr. Das Wetter hatte sich zwar ein wenig beruhigt, dafür liefen aber nun die Akteure heißer. Derby-Stimmung eben auf und neben dem Platz. Kleine Fouls, Nicklichkeiten und Spielunterbrechungen fast im Minutentakt. Somit immer wieder die Möglichkeit für die Standardspezialisten wie den Seelor Sebastian Jankowski, sich in Szene zu setzen. Strausbergs Innenverteidigung kann den Ball zwar rausköpfen, doch direkt vor die Füße von Klodowski. Bei dem rutschigen Untergrund Schüsse aus der zweiten Reihe ein probates Mittel. Die Gäste ein wenig engagierter, dafür die Strausberger im Spielaufbau kontrollierter und zielstrebiger. Die jungen Wilden gerne aus der Tiefe kommend, Turek mit der Spieleröffnung auf Ladewig. Doppelpass mit Kapitän Neumann, wieder Nichizawa. Schöne Spielverlagerung. Lindner mit dem Gedankenblitz will Ladewig schicken, doch der gegen drei Seelor ohne Chance. Und die Seelor im Gegenzug. Der FC weit aufgerückt, somit Raum für den Gästeangriff. Doch Strausbergs Wiekutsch antizipiert grandios und unterbindet den Konter, bevor der richtig Fahrt aufnehmen kann. Mitte der ersten Halbzeit, die Partie verflachte, Torabschlüsse, Mangelware. Nach seiner Sperre für 6 Spiele gerade erst einmal zurück im Kader, Strausbergs Bonasevic. Und wieder gleich eine Karte, die erste gelbe des Spiels in der 37. Den Seelower Freistoß schenken wir uns, springen gleich in die 40. Spielminute und zum ersten wirklich gefährlichen Torabschluss der ersten Halbzeit. Strausberg mit dem langen Ball, Lindner zwar Sieger im Kopfballduell, doch sein Gegenspieler Lavrenz krümmt sich, bleibt verletzt liegen, aber die Partie lief weiter. Seelos Hintermannschaft noch am Reklamieren und damit Raum für Ulu Türk und Nichizawa. Der 1,72 Meter große Japaner zwar völlig unbedrängt, doch ein Kopfballungeheuer ist er eben nicht. Schon im letzten Heimspiel ließ der quirlige Mittelfeldakteur eine 100%ige liegen, vergab die Strausberger Führung nun abermals. Seelos Sebastian Lavrenz konnte nach kurzer Behandlungspause weitermachen, doch Freunde sollten Lindner und der Seeloer nicht mehr werden. Denn in der Folge sollten sich die Ereignisse überschlagen. Freistoß für die Seelor, Höhe der Mittellinie. Jankowskis Hereingabe auf den zweiten Pfosten, Drews auf Belov, der mit dem Knie, Tino Hampf auf der Linie mit seiner ganzen Routine. Tino Hampf wartete lange, kaufte dem Seelor den Schneid ab. Belov am 5-Meter-Raum sträflich frei, doch Strausbergs Keeper mit einem super Reflex. Die Situation noch heiß, aber Pawlowski behält im Durcheinander die Übersicht und mit dem geordneten Spielaufbau. Lindner und Neumann wieder im Duett und der Strausberger Flügelflitzer wirft den Turbo an. 20er Lavrenz wartet lange, will den Ball spielen, trifft aber nur den Strausberger und räumt Lindner rustikal ab.
Schiedsrichter Mücke zögert, will erst gelb zeigen, doch nach kurzer Rücksprache mit seinen Assistenten entscheidet Mücke sich um. Die rote Karte, die für mich total überzogen ist, wo man sagen muss, ist ein Derby. Da geht es natürlich auch zur Sache und der Spieler ist an der Außenlinie im Mittelfeld, geht natürlich auch zum Ball, will zum Ball, trifft einen Gegenspieler, aber da muss man keine rote Karte geben. Also für mich war das auch spielentscheidend, wo wir gesagt haben, okay, dadurch schwächst natürlich die Mannschaft. Sebastian Lawrenz sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glatt rot und Tobias Lindner konnte die Partie verletzungsbedingt nicht fortsetzen. Das Bein sieht fürchterlich aus, kann der überhaupt nicht vom Platz laufen, er kann gar nichts. Also alles blau und dick und rot und was auch immer. Fazit für die zweite Halbzeit. Die Viktorianer aus Seelow nur noch zu zehnt und Strausbergs Trainerblock hatte schon zur Pause die Qual der Wahl, musste zur zweiten Halbzeit seinen Offensiv-Allrounder Lindner ersetzen. Mehr als nur Mobilfunk. Hallo, nehmen Sie Platz. Danke sehr. Kaffeeschwanz wie immer? Ja, bitte. Egal ob telefonieren, Internet oder TV, die Strausberger Vodafone-Experten machen ihre Medien bunter und vor allem vielfältiger. Vodafone gleich zweimal in Strausberg. Im Handelszentrum Strausberg und in der Strausberger Altstadt am Landsberger Tor. Vodafone, der Shop, in dem man sich wie zu Hause fühlt. Freu dich auf die beste Zukunft aller Zeiten, denn Vodafone gestaltet deine perfekte Kombination auf Mobilfunk, Festnetz, Internet und HDTV in einem. Zweite Halbzeit für den verletzten Tobias Lindner, Ringo Kretschmer, der seine beste Halbzeit dieser Oberligasaison abliefern sollte. Es stand eigentlich schon vor dem Spiel fest, dass ich genau so wechseln werde. Wie gesagt, Ringo ist einer von denjenigen, der nicht so viel beim Training ist, leider. Weil ich glaube, dass der viel mehr kann und wenn er einfach fitter wäre, uns mehr helfen könnte. Keine zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff, Einwurf für Seelow, tief in des Gegners Hälfte. Das Duell der beiden Kapitäne kann der Strausberger zwar für sich entscheiden, aber viele Schiedsrichter hätten diese Situation zugunsten des Angreifers ausgelegt. Glück für Strausbergs Kapitän, weil der Pfiff ausblieb. Und Glück für Seelows Kapitän, dass die Nase hielt und Drews die Partie fortsetzen konnte. Die Platzherren in Überzahl, aber den ersten erwähnenswerten Torabschluss markierten die Gäste. Doch Jankowskis Schuss in der 50. Spielminute knapp am langen Pfosten vorbei. Und an der Seelower Seitenlinie ahnte man schon, die liegen gelassenen Chancen werden sich rächen. Und wir legen eigentlich immer die Dinger vor. Also zurzeit ist es schlimm, wie wir in der Rückwärtsbewegung spielen. Und da muss man nur sagen, in der zweiten Halbzeit, wir warten eigentlich wieder auf ein Gegentor, werden dann wach und dann zerreißen sie sich und dann bringen wir endlich mal die PS auf den Platz. Und vorher, wir spielen sie etwas behäbig und wir haben uns jetzt so viel vorgenommen. Ja, ist natürlich ehrlich. Die Strausberger wurden dominanter, schoben sich tief in die Hälfte der Gäste. Ladewig, Kretschmer und Neumann. Der Kapitän mit der Hereingabe auf den zweiten Pfosten. Und plötzlich ist Ringo Kretschmer zur Stelle, köpft den Ball unhaltbar ein. Neumann rutscht eigentlich weg, will sich schon ärgern. Nichizawa mit dem perfekten Assist und Kretschmer als Vollstrecker beschert seinem Kapitän ein Hochgefühl. Der Strausberger Stürmer in dieser Saison bisher nur ein Schatten seiner einzigen Klasse, kam unter Trainer Block gerade mal zu zwei Mini-Mini-Gastspielen. Das 1-0 in der 56. Spielminute nicht unverdient, aber überraschend. Die Folgeminuten gehörten dann doch erst einmal den Platzherren. Vor allem 14er Ulu Türk zeigte sich, übernahm Verantwortung, vorbei an ein, zwei Seeloern. Nabil Nasser mit dem taktischen Foul, erste Gelbe für die Gäste. Und die Seelower Bank nutzte die 57. Minute, um gleich mit Yildirim und Mielke neue Akzente zu setzen. Der anschließende Freistoß wollte direkt, die Kugel setzt gefährlich auf, aber vorbei. Mitte der zweiten Halbzeit die Strausberger mit ihrer stärksten Phase. Vieles lief über Torschütze Kretschmer, der zeigte sich, rieb sich auf, stellte sich in den Dienst der Mannschaft.
Die Platzherren kontrollierten das Spiel, setzten immer wieder Nadelstiche. Kretschmer Sieger im Luftkampf, doch Nebenmann Bonasewicz zum x-ten Mal im Abseits. Die Strausberger dem 2:0 näher als die Gäste dem Ausgleich. Zeit für Trainer Block, das Comeback von Oliver Mertens einzuläuten. Dass er gespielt hat, ja, freut mich für ihn. Und vorher war es eben noch nicht der Fall. Und heute hat er gespielt. Natürlich habe ich auch gedacht oder mir erhofft, dass er aufgrund dessen, dass er diese schwere Verletzung hatte, wenn er heute reinkommt, hoch motiviert ist. Und ich denke, für die Zeit, wo er gespielt hat, hat er es auch gut gemacht. Ja. Keine Viertelstunde mehr auf der Uhr, wieder ein Strausberger im Abseits. Die Platzherren ließen fahrlässig Großchancen auf die Vorentscheidung liegen, hätten den Sack längst zumachen müssen. Spätestens als Kapitän Neumann aus aussichtsreicher Position an der 5-Meter-Grenze die Kugel in den Nachthimmel befördert. Und so blieb die Partie spannend, denn trotz Unterzahl brachten sich die Seeloer immer wieder in aussichtsreiche Position. Dreef setzt sich im Luftkampf gegen Bolte durch und schiebt den Ball in die Gasse für Enrico Beluf. Mertens mit schlechtem Timing, aber Strausbergs Vikutsch hatte aufgepasst, lief Beluf den Ball ab. Schiri Mücke stand gut, zeigte sofort an, da war nichts. Und so brachten die Hausherren den Sieg über die Zeit und bescherten sich den dritten Sieg der Saison und den Seeloern die dritte Niederlage in Folge. Ja, so eine Niederlage, die tut natürlich auch weh, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns in der Woche gut trainiert, haben uns was vorgenommen heute, dass wir da was reißen. Haben den Druck gesucht, sind auch zurückgegangen, aber wir warten regelrecht immer, bis was passiert, dass der Gegner was macht. Und das ist mittlerweile, müssen wir irgendwie mal abstellen. Derby-Niederlagen liegen länger im Magen, obwohl Derby-Siege auch nicht doppelt zählen. Aus Strausberger Sicht vermutlich egal. 4 Punkte nach 2 Heimspielen locken bestimmt auch wieder mehr Fans in die Energiearena. Dieser Bericht vom 23. Spieltag der Fußball-Oberliga Nord wurde präsentiert von den Vodafone-Shops in Strausberg. Die beste Zukunft aller Zeiten.